Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Final Fantasy 8. Wir haben eine neue Mission vor uns. Und die Frage ist, müssen wir uns umziehen? Nein, schlafen will ich jetzt eigentlich nicht. Hast du gerade erst? Umziehen kann ich offensichtlich nicht. Ja, dann müssen wir uns wahrscheinlich nicht umziehen. Gut. Dann kommen wir instant zur Mission. Ihr habt gehört, wir sollen uns am Eingang treffen, also beziehungsweise an diesem... an dieser Tafel, wo halt alle Räume draufstehen, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht mehr. Aber wir finden das schon. Keine Sorge. Haben wir auch eigentlich schon mal eine Runde Karten gespielt? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht, ne? Müssen wir eigentlich auch mal machen. Aber nicht jetzt. Aber nicht jetzt. Ich bin heiß auf die neue Mission. Oh, warum müssen denn die Räume auf der ganz anderen Seite sein. Ist doch viel zu weit weg. So, ich meine, wir sollen uns hier treffen. Hier. Oder etwa nicht. Hm? Okay, jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Oh mein Gott, ist doch vollkommen egal, wo ich rausgehe. Okay, jetzt bin ich halt wirklich überfragt. Sollten wir uns nicht davor treffen? Ah, das sieht doch gut aus. Noch eine Minute. Da kommt er mit dem Skateboard, der olle Tony Hawk, ey. Da ist er. Tony höchstpersönlich. Ist das denn für ein Board? Ah, geschafft! T-Board fahren ist dir verboten, schon vergessen. Sorry, sorry. Ist aber mega praktisch, bestimmt nützlich für die Siegmission. Das werden wir wohl beurteilen. Wird beschlagnahmt. Der arme Xell! Da wollte er mal den Tony raushängen lassen und dann wird er bestraft. Ihr seid zwar Seeds. Aber gleichzeitig auch Schüler dieses Gardens. Als Seeds müsst ihr euch vorbildlich verhalten. Regelwidrigkeiten werden nicht geduldet. Ihr erster Auftrag, nicht wahr? Ihr Reiseziel ist die Stadt Timber. Dort werden sie einer Organisation unterstellt. Am Bahnhof von Timber wird sie ein Mitglied der Organisation kontaktieren. Er wird euch folgendermaßen ansprechen. Der Wald hat sich verändert. Ihr werdet darauf antworten, es leben aber noch Eulen. So lautet die Parole. Des Weiteren befolgen sie deren Befehle. Nur wir drei? Ja, wir haben diesen Auftrag zu einem Billigtarif angenommen. Normalerweise werden Aufträge dieser Art gar nicht... lassen wir doch die Einzelheiten... Squall, Sie sind der Anführer. Folglich haben Sie das Kommando. Xell und Selfie, Sie beide müssen Squall nach Kräften unterstützen. Führen Sie den Auftrag erfolgreich durch. Nice, ich darf euch anführen, ihr Lappen, ihr Pieselköppe. Ach richtig, Squall, ich hatte das völlig vergessen. Dieses Item ist verflucht, aber durch die Hand eines Helden wird es zu einer mächtigen Waffe. Eine Wunderlampe. So, jetzt bei Kingdom Hearts ist das hier, ist das jetzt das Schlüsselschwert, was man bekommt, wenn man Aladdin abgeschlossen hat. Da siehst du auch Wunderlampe, oder nicht? Wunderlampe. Vor dem Gebrauchsspiel abspeichern? Okay. Was soll das denn heißen? Jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Ja, Stadt Timber, Bahnhof. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir zum Bahnhof? Werden wir gefahren? Müssen wir dahin laufen? Wo ist der Bahnhof? Ich weiß es halt nicht. Kann ich hier wieder neu ziehen oder kann ich hier nicht neu ziehen? Fragen über Fragen, Leute. Seed Level 4, 2000 Geld. Ah, hab ich gerade bekommen. Xkel kann gerne mal Vita ziehen. Muss man den Kopf kratzen? Dreimal Vita gezogen. Nice, Xkel. Nice. So, werde ich jetzt hier gefahren oder nicht?
Hallo. Nö, ich werde hier gar nichts. Ich habe keine Ahnung, wo ein Bahnhof ist. Wo ist denn die Stadt Timber? Weiß das von euch einer? Ich folge einfach mal der Straße, oder würde ich sagen? Ich denke, Straße folgen, da kommt man schon in irgendeine Stadt. Ich habe keine Ahnung. Was haben wir denn hier? Hier schon wieder. Ja gut, die sollten kein Problem sein. So, Selfie noch. Ist er damit schon tot? Was? Nein, der hält mehr aus? Okay. Das habe ich nicht gedacht. Wow, der zieht mir 10 Lebenspunkte ab. Krasser Typ. Krasser Typ. So, Selfie, mach mal was. Ja, so stark war es jetzt nicht. Nice. Wird zwar nicht viele Erfahrungspunkte geben, aber immer ein bisschen. Ja, Selfie, freut dich nicht. Du hast gar nichts beigetragen, Mädel. Man merkt, dass ich Selfie hasse, oder? Oh Mann, ey. Können wir nicht Selfie gegen Cypher tauschen? Ah, guck mal da, es sind noch Bahngleise. Sieh mal einer an. Dann wird hier wohl irgendwo ein Bahnhof sein, nehme ich an. Oh, hier, das war Servus. Guten Tag. Obwohl, ich darf die Leute wahrscheinlich gar nicht ansprechen, weil ich bin ja in der Mission, oder? Oder bin ich noch nicht in der Mission? Wow, schön dich kennenzulernen, Xell. Ich habe schon viel über dich gehört. Hä? Was für Geschichten denn? Ha, die fallen doch bestimmt nur schlechte Sachen ein, stimmt's? Ich schätze deine Legenden, Xell. Was denn, was denn? Was hat er denn getan? Mir gefällt die Klimmzuglegende am besten. Okay, niemand außer Xell hat es geschafft, an dem Schild da oben 100 Klimmzüge zu machen. Alter, Xell! Krass! Ja, ich trainiere ja nicht umsonst. Squall, mega unbegeistert, sagt gar nichts dazu. Okay. Ich glaube, ich habe da was nicht mitbekommen. Wer hat das jetzt gerade gesagt? Keine Ahnung. Ist mir auch vollkommen egal, ich muss zum Bahnhof. Keine Zeit verlieren jetzt hier. Ich verliere viel zu viel Zeit. Was kann ich hier? Drawpunkte, Blitz. Warum kein Selfie eigentlich nicht ziehen? Viermal Blitz. Gehen wir einfach mal hier links lang. Ah, das Ballamp Station hört sich doch stark nach Zug an. Ich bin die Card Queen. Ich reise um die Welt und überwache die Kartenregeln. Was wollen Sie denn von mir wissen? Ich. Ah, genau, in jedem Gebiet sind die Regeln komplett anders. Ich erinnere mich. Ich will eigentlich gar nichts wissen. Die Regeln unterscheiden sich je nach Sektor. Wenn Sie um die Welt reisen, verbreiten sich Ihre Spielregeln. Die Tauschregel spricht sich langsam herum, wenn Sie von Sektor zu Sektor reisen. Je nach Ihrer Spielart verlagert sich auch das Zentrum des Spielgeschehens. Es kann auch passieren, dass sich durch meinen Einfluss die Tauschregel ändern. Ja, der Verlierer muss eine Karte abgeben. Der Zug Richtung Timber fährt gleich los. Wenn Sie diesen Zug nehmen wollen, kaufen Sie ein Ticket für 3000. Habe ich das überhaupt? Steigen Sie bitte schnell. Ich hab 3000 Gil. Was? Ich weiß nicht wie. Woher habe ich 3000 Gil? Ich habe keine Ahnung. Guten Tag, Herr Schaffner. Wenn du mitfahren willst, steig jetzt bitte ein. Ja, ist ja gut. Ich will mich doch nur mit euch unterhalten, Leute. Darf ich ja wohl noch ein bisschen Smalltalk machen. Mein Gott. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie Timber so ist. Da ist er, der gute Zug, und durch den Tunnel. Die fahren quasi jetzt unter Meer durch. Geil.
Das ist natürlich wirklich ziemlich geil. Auf jeden Fall ein Safe Point. Der Zug ist super! Ach, halt doch die Klappe. Ist nicht umsonst der Intercontinental Express. Nach Timber fahren wir sogar durch einen Unterwassertunnel. Geil, was? Mag schon sein. Das interessiert dich ja nicht. Ach ja, Squall. Du musst das Ticket benutzen, um hineinzukommen. So, wir können rein. ID-Automat, die Tür wird entriegelt. Geil! Ich will schauen, was vorne ist. Bis später! Halt die Klappe, Selfie, verpiesel dich einfach. Lass uns hineingehen, Squall. Na gut. Tschüss, Xell. Kann ich in die andere Richtung? Kann man hier irgendwas tun? Kann man? Nein? Okay. Ich würde sagen, ich speichere kurz schnell ab. Keine Sorge, das ist noch nicht der Ende des Parts. Ich will hier nur abspeichern. Zur Safety. Kling. Weil der Part geht ja erst. Moment. 14 Minuten. Geht ja eigentlich. Egal, ich mache trotzdem noch ein bisschen weiter. So. Dann gucken wir auch mal, was vorne ist. Hey, das Abteil ist für uns Seats reserviert. Wow. Wow, legendär. Okay, Xell ist begeistert. Hi, Selfie. Ich liebe Züge. Zugfahren, Zugfahren. Ist die 5. Ich liebe es, wenn du die Fresse hältst. Punkt. Ja, ich weiß, ich habe die gerade von mir aus angesprochen. Ich bin selber dran schuld. Ach, der Xell. Hat noch nie eine Couch gesehen in seinem Leben. Schön, dass es dir gefällt. Es gibt sogar Zeitschriften. Wow, krass, Xell. Krass, Zeitschriften. Mein Hund Nummer 1 erhalten. Cool. Ach, man konnte Zeitschriften sammeln. Legendär, dieses Abteil. Gut, dass ich ein Sieg geworden bin. Hey, Squall. Kennst du Timber? Sagt mir wenig. Gell? Dann hör mal zu. Timber ist von Wäldern umgeben. Aber vor 8 Jahren wurde es von Galbadia angegriffen. Im Handumdrehen wurde es eingenommen. Seitdem gehört Timber zu Galbadia. Dort soll es kleine und größere Widerstandsgruppen geben. Und? Das war's. Danke für die Mühe. Jo, überlass das mir. Och nein, bitte geh wieder. Irgendwie komisch. Ruht euch aus, wenn ihr müde seid. So müde. Hey, alles okay? Was zum Henker? Ah, oh, seltsam, ich bin auch müde. Hey, was ist? Was ist los? Oh. Ich glaube, da hat uns jemand eingeschläfert. Also jetzt nicht Tier einschläfern lassen, sondern ein bisschen Chloroform hier rumgesprüht. Kann ja mal passieren. Ich bin ein Mann. Wäre ja schlimm, wenn ich Squall. Oder bist du überhaupt Squall? Ah, nein! Jetzt kommt... Oh, ich erinnere mich. In die Richtung überhaupt, Laguna? Was? Halt! Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich dich sprechen soll. Moment, ich muss mir die erstmal angucken. Ward Laguna Kiros. Da sind aber keine Bilder dabei. Fuck. Stimmt, die Richtung überhaupt, Laguna? Ja, die stimmt schon. Keine Sorge.
Ich mag den Dicken, wie der läuft. Jetzt war eine geile Laufanimation. Oh, guck mal, da kann man drawen. Was? Lass dich doch nicht wieder. Hä? Hey, was ist denn los mit den Jungs? Drawpunkt, Vita. Ja, Laguna kann ruhig mal. Ich glaube, Kiros war eine Frau, oder? War Kiros eine Frau? Ich weiß es nicht mehr. Ah. Bim, 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 bim. Ich weiß gar nicht mehr, dass hier Gegner kommen. Aber macht Sinn, macht Sinn. Irgendwie bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher, ob Laguna, ob Kiros die Frau ist. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh nein, will nicht schlafen. Nein. Nein. Ach, verdammt. Jetzt hat er aber Schlaf auf mich gemacht. Ich hasse Schlaf. Jetzt muss er wieder angegriffen werden. Oh nein, das war gar in den alten Teilen war das ja noch gar nicht so, ne? Da selbst wenn du angegriffen worden bist, haben die weiter geschlafen. Oh nein. Oh, der eine ist wenigstens tot. Gehe ich jetzt auf den ganz links? Ich gehe erst auf den in der Mitte. Feuer! Auf wen macht er jetzt Feuer? Wer ist das denn? Ist das Laguna oder ist das Kiros? Das ist Kiros, okay. Ich glaube, Kiros ist keine Frau. Ich glaube, Kiros ist keine Frau. Aber Kiros ist wieder wach. Mensch. Immerhin etwas. Alright. Wenigstens sind die einigermaßen stark, die Jungs. Oh, Feuer. Dammit. So, dann einmal Kiros. Einmal Ward. Zack. Und Laguna. Und das war's. Und das war's. Das, ne, Kiros ist keine Frau. Kiros ist doch ein dunkler Mann, oder? Zaubersplitter erhalten. Geil! Quetzalcoatl Level Up. Shiva Level Up. Ich find's cool, dass meine GFs trotzdem weiter leveln. Das ist toll. Und die haben auch, glaube ich, dieselben Level wie Xel, Selfie und Squall. Wenn ich das richtig gesehen habe. Was ist denn los mit denen? Die sind, glaube ich, ein bisschen überfordert. Oh Gott, wieder Gegner. Wie viele denn? Oh, jetzt sind es auf einmal drei von denen. Angriff von hinten auch noch. Ach, verdammte Scheiße. Hinterhalt. Hinterhalt, Leute. Dreht euch um, Jungs. Dankeschön. Bis auf Ward hat's jeder verstanden. Okay, okay, okay. Er macht Feuer. Ich finde, die Features sehen irgendwie ein bisschen cooler aus. Sie sehen so halb aus wie ein Regenschirm. Und eine Nacktschnecke, ich weiß nicht. Ich finde die cool. So, da dürfte jetzt eigentlich tot sein. Jupp. Das heißt noch zwei. Nein, nein. Och, nö. Auch noch der Ward, ne? Ah, dammit. Okay, der Ward schläft im Stehen. Kann man auch mal machen. Ja, der Ward schläft weiter. Der wurde gerade angegriffen, aber er schläft weiter. Ah, das ist bitter. Ich meine, in den heutigen Final Fantasy Teilen, zumindest auch in dem Record Keepers Teil fürs Handy, da stehen die so auf, sobald die, während sie schlafen, angegriffen werden. Was auch, wenn ich Sinn macht, weil wenn du schläfst und dir gibt jemand eine Schelle, dann wachst du davon auf. Ach scheiße, nur noch Laguna. Oh Gott, nur noch Laguna. Komm schon, Laguna, mach ihn jetzt fertig. Dankeschön. Ah, wieder auf Ward.
Und er schläft einfach weiter, der Junge. Oh Gott, muss Laguna den jetzt alleine fertig machen, oder? Aber stehen die nie wieder auf? Irgendwann stehen die doch wieder auf, oder? Oh ja, Ward ist wach. Ward ist wach. Perfekt. Zack! Ins Gesicht geworfen. Und nochmal Laguna. Und auch Kyros wieder wach. Perfekt. Und damit ist er down. Nice. Level. Yo! Und Level Ups. En masse. Zwei Zaubersplitter. GF 3 AP. Warum sind da so viele Fragezeichen? Ich hab keine Ahnung. Hey, wir sind doch im Krieg. Wir kämpfen doch gegen die Timbersoldaten. Wie kommt es dann, dass wir mit Tieren herumtollen? Ha, das ist, ich meine, nein, du hast nicht verlaufen. Wir gehen zurück zur Basis, auf nach Delling City. Hey, Laguna! Er hat eine geile Laufbahn. Erinnert mich ein bisschen an Steiner aus Final Fantasy 9. Oh, hier kommt wieder. Drawpunkt. Aqua! Laguna! 6-mal Aqua. Geil. So, hier ist unser Auto. Ist das unser Auto? Ich weiß nicht. Anscheinend. Ich muss das jetzt aber nicht selber fahren, oder? Bitte nicht. Ich kann das nicht. Gott sei Dank. Hey, musst du hier parken? Na und? Warum nicht? Mitten auf dem Weg. So, jetzt betrinken wir uns mal. Das Trinken ist dir ja egal. Mach sie doch endlich an. Betrink dich doch einfach, dann läuft es auch mit den Frauen. Wo er recht hat, hat er recht. Kyros und Ward, ihr schätzt mich ganz falsch ein. Ich will doch mit euch beiden nur etwas trinken gehen. Naja, hätte ich auch gesagt. Wenn eine Frau im Spiel ist. Natürlich. Natürlich. Wer glaubt ihr dann? Laguna, hä? Wer glaubt ihr dann? Okay, ist das jetzt Delling City oder ist das jetzt Timber? Delling City, oder? Sieht eigentlich ziemlich nice aus. Bis jetzt auf jeden Fall. So, ab in die Bar, oder? Jetzt besaufen wir uns, habe ich gehört. Das sieht aber nicht aus wie eine Bar. Leider benutzen. Nach oben. Boah, das ist einfach fünfmal so breit als die Leiter. Als ob wir jetzt mit einer Leiter in die Bar gehen. Kann ich den hier irgendwie umstellen? Nee, das sah so aus, als könnte ich mit dem interagieren. Ich kann hier gar nichts machen. Okay, hätte ich nach unten gemusst? Anscheinend, oder? Ach, dammit. Shit. Ja, dann ist es halt so. Diesmal nach unten. So, kommt mit, meine Kumpan. Gucken wir mal, was unten ist. Vielleicht ist ja unten die Bar. Das ist auf jeden Fall ein Safe Point, das ist schon mal sehr gut. Denn wenn hier ein Safe Point ist, würde ich sagen, dass das für diesen Part gewesen ist. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schaltet im nächsten Part wieder ein, wenn wir uns saufen gehen, ja? Saufen, geil. Machen wir definitiv. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da wieder einschalten würdet. Ich sage bis dahin. Tschüss.